Marco Luis, der deutliche Heimsieg gegen UAC Thun. Wie ist es, wenn man nach dem ersten Drittel schon 6-0 führt, oder Fokus zu behalten für die weiteren 40 Minuten? Ja, es ist sicher nicht einfach. Es ist, ja, wir haben es nicht so hergebracht, wie wir uns vorgenommen haben. Du bist 6-0 vorne, musst denken, wie spielst du jetzt weiter? Haben wir uns vorgenommen, genau gleich weiterzuspielen? Das haben wir jetzt halt nicht genau so umgesetzt, wie wir uns vorgenommen haben. Ja. Sicher nicht einfach. Aber nächstes Mal probieren wir es besser zu machen. Jetzt, wenn man die zwei Spiele an diesem Wochenende anschaut, wir haben vor allem das Ziel, 6 Punkte zu holen. Das hat man geholt, von dem her so erreicht. Aber jetzt nächste Woche geht es auf Malanz. Dort länger die spielerische Leistung aus diesen zwei Spielen auch nicht ganz für einen Sieg, oder? Nein, ich denke, wir müssen uns in allen kleinen Punkten, einfach in den kleinen Sachen noch verbessern in dieser Trainingswoche, die wir jetzt vor uns haben. Einfach, es sind so zwei Kämpfe, Aggressivität, einfach über 60 Minuten durchzuziehen, das wird sicher ein wichtiger Punkt sein. Es ist jetzt schon das Moment her, seit ihr zum SV Wieler Erstigen gewechselt. Wie habt ihr euch eingelebt? Wie fühlt ihr euch im Umfeld vom SVW? Ja, also ich persönlich habe mich sehr gut eingelebt, einen guten Job bekommen, abschalten während der Woche bei der Arbeit. Dann kann am Abend tipptopp ins Training gehen, einen höheren Trainingsweg. Bis jetzt ist es super, auch Teamkollegen. Ja, und auch spielerisch. Ich habe das Gefühl, ich bin gut dabei. Dann wünsche ich euch für die nächsten Wochen viel Erfolg. Merci vielmals. Hast du die ersten 20 Minuten im Nationalteam von Wieler Erstigen. Was geht dir da durch den Kopf, wenn es in der Pause heisst, im letzten Drittel spielst du? Ja, man ist sicher sehr nervös, man freut sich aber auch. Also, es ist immer ein grosser Moment, wenn man für das Team im Goal sein kann. Und für mich, wo ich seit 13 Jahren bei diesem Verein bin, ist das natürlich das Größte, was einem passieren kann. Und ja, ich habe mich sehr gefreut darauf. Jetzt ist das heute am Kids Day passiert, der erste Einsatz, wo wir viele Kids auch hier hatten in der Halle, wo auch einer ist, wo ihr auch mal so jung waren und so haben angefangen. Was geht dir so einem Junior mit auf den Weg, dass es eben dann bis ins Nationalteam reicht von Wieler Erstigen? Ja, wichtig ist sicher Einsatz, Leidenschaft und immer dabei bleiben, also Vollgas geben. Und bei Wieler hat man sicher die besten Voraussetzungen, mal in einem Nationalteam zu spielen. Es reicht auf jeden Fall, also sicher nicht bei jedem hier im Eis zu spielen, aber es ist sicher sehr gute Voraussetzungen, wenn man hier Vollgas geben kann. Jetzt, wie geht es für euch persönlich in den nächsten Wochen weiter? Wir werden so lange, dass der Nicola Wolf noch verletzt ist, sicher noch beim Nationalteam bleiben. Und er wird jetzt zurück zur U21 gestoßen und dort sicher meine Leistungen weiterhin bringen. Dann wünschen wir euch für die nächsten Wochen viel Erfolg. Merci vielmals.